Freudentränen sind es. Wir dürfen das noch mal sagen, das ist Frau Kastner. Und Frau Kastner ist 102. Ja, Frau Kastner hat den Kaiser Franz Josef wirklich noch persönlich erlebt. Als Kind, als Sechsjährige, hat der Kaiser Franz Josef mal ihre Schule visitiert. Ella Kastner. Meine Damen und Herren, eine Zeitzeug. Ella Kastner, 102 Jahre im Zoo von Berlin, 140 Jahre Zoo von Berlin. Und wir haben die älteste Dame überhaupt hier. Das ist ein Applaus wert. Ja, ich glaube. Unglaublich, meine Damen und Herren. Unglaublich. Sie hat also all die Kostüme und Uniformen noch wirklich erlebt, meine Damen und Herren. Thoman, ja, Sie sind alle völlig verrückt. Sie kommen in Scharen, ach, fluthaft, Erbarmen. Sie sind doch von dir so entzückt. Es gibt jetzt ein Plüsch, das süße Viech, eilt schnell herbei, bald ist vorbei. Ich finde den Knut gut, weil er im Zoo tut, was allen Menschen macht viel Pläsier. Er ist so niedlich, er spielt so friedlich und tapst vergnüglich durch sein Revier. Er macht die allergeilsten Sachen, da muss man lachen, auch anderswo. Er tut Berlin gut, der kleine Bär Knut, er ist der Liebling vom ganzen Zoo. Ja, das war dieser Eintext.